Am 10. Uhr, heute Morgen hat die MUBA ihre Türen aufgetan. Die ersten Gäste sind reingeströmt, haben sich mit Informationen zugedeckt und sind jetzt auf dem Weg, die MUBA 2018 zu erkunden. Ihr seid die allerersten Besucher. Wie fühlt es sich an? Ja, natürlich gut. Habt ihr irgendwie? Basler. Als Ex-Basler. Auf was freut ihr euch besonders? Auf was attackiert ihr als allererstes heute Morgen? Ja, wir können ja mal schauen, was alles ausgestellt wird. Einfach ein schönes Eindruck, was alles läuft. Grosse Frage, wie bereitet man sich als Wurstproduzent auf die MUBA vor? Einfach genug Würste wegmachen und mitnehmen, dass jeder Basler eine heimnehmen kann. Das heisst, deine Menge berechnet sich auf die Einwohnerzahl von Basel. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Marco Streller, Basel, MUBA. Mögt ihr euch noch erinnern an eure allererste MUBA? Nein, mag ich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass MUBA Kindheitserinnerungen in mir weckt. Das gehört zu Basel, die MUBA. Ich bin jedes Jahr hier und habe mich immer extrem darauf gefreut. Da hat es etwas zu naschen gegeben, da hat es etwas Neues zu entdecken gegeben. Und eben, wie gesagt, es gehört zu Basel. Und darum bin ich auch sehr happy, dass ich heute hier sein darf. Ich denke, es muss wirklich eine Transformation geben von der Messe. Wir müssen einen neuen Weg gehen. Und darum freue ich mich sehr, dass das hier der Fall ist. Dass man hier Sachen ausprobiert, wie man eine Messe weiterentwickeln kann. Ja, Innovation ist ein Thema, das nicht nur die MUBA soll betreffen soll, sondern ganz viele Sachen. Ich versuche auch immer innovativ zu sein. Weil ich glaube, mittlerweile ist alles so ausgerichtet, dass innovative Leute am weitesten kommen. Das ist einfach mittlerweile einfach gefragt.